Ein Glasbehälter über meinem göttlichen Körper. Jane sieht fit aus, Doc sieht alt aus und ich sehe irgendwie fett in dieser Hose aus. Eine Bambusplatte mit ein paar nutzlosen Steinen. Zombies haben wirklich kein Gefühl für eine schöne Inneneinrichtung. Da komme ich nicht hoch. Verfluchte Wurstärmchen, ich komme nicht ran. Tja, wenn du da nicht rankommst, dann lassen wir es. Ein großer Pfosten ist übrig. Ja, umstoßen. Werden wir später machen. Zurück in die Apotheke. So, wir sollen ja die Glasfetische irgendwie den Namen lesen. Naja. Eine dünn geschnittene Fledermaus. Und noch mehr Bücher. Wuchu für Singles, natriumarme Sprüche, auf geht's, Mary Kay. Bücher umstoßen. Tja. Zauber, Zauber. So, wir müssen schnell hier rüber. Zurzeit ist sie ja abgelenkt mit dem Buch. So, was können wir hier holen? Gut. Geheimnisvolle Flasche. Ja, anschauen oder nehmen. Anschauen. Eine dünne Flasche mit einer zischenden, leuchtenden Flüssigkeit. Tja, und jetzt nehmen... Und wieder ein Item. Ich hab's, was auch immer das ist. So, das wird anscheinend unsere Vorratskammer. Tja, dann gleich das nächste. Schön fleißig sammeln. Zwei Drachen Eiweiß steif geschlagen. Rüben ist, glaube ich, nichts mehr. Da Flasche mit Hühnerblut. Eine Flasche in der Form eines Huhns mit einer stinkenden roten Flüssigkeit darin. Noch Würmer, etwas? Maden, Larven. Die hat sie bestimmt aus ihren Zombies rausgezogen. Naja. Eine Prise Cayennepfeffer. So, dann das gleiche Spiel. Hier herüben mit den Büchern. Komm. Jetzt. Gehst du? Ja. Brav. Drei Becher Grabwasser. Hey. Na toll. Das war wohl ein bisschen zu viel. Naja. Habe ich den Kautschuk schon vorgeheizt? Nee, hast du nicht. So, aber... So spare ich ein bisschen Zeit. So, und jetzt das Hühnerblut. Nicht wieder hinausrennen, bitte. Jawohl. Hühnerblut nehmen wir mit. Aha. Hätte ich wohl gleich auch anklicken können, naja. So, und auf zu unserem Lager. Das Blut ist hier sicher. Tja, ist es wohl. So, und gleich mal schauen, ob es noch etwas gibt. Kleines Fass. Er ist voll mit kochendem Kautschuk. Das ist heiß. Ja, sehr heiß.
Wuchu-Puppe. Eine Wuchu-Puppe. Bis jetzt habe ich immer nur die Puppen für die Touristen in der Hand gehabt. Aber die hier ist echt. So, dann wieder die Bücher umschmeißen. Nee, wieso nicht? Mama wird so stolz auf mich sein. Ah, jetzt? Nee. So. Ich hoffe, ihr gefällt die Party. Ja, hoffe ich auch. Dämonenflasche. Die ist neu. Anscheinend hat Simbi sie gerade erst fertiggestellt. Hier steht 5 Dämonenflasche. Nicht öffnen oder zerbrechen. Tja, dann nehmen wir sie einfach mit. Wenn ich sie schon nicht stehlen kann, kann ich sie vielleicht zur Ablenkung verwenden. Na top. Jawohl! Warum nicht gleich so? So, dann sind wir alles. Kleines Fass. Mit Kautschuk nehmen wir mit. Falls es mal mit dem Kochen nicht mehr so klappt, kann ich immer noch als Dieb arbeiten. So. Und wieder in die Apotheke. Gibt es noch irgendwas? Wuchu-Puppe. Ich würde ja gerne draufhauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Papa Doc sein soll. Und er kann als einziger meine Seele retten. Tja, dann wäre es schlecht. Dies machen wir das Wuchu-Altar. Der Wuchu-Altar von Queen Simbi. Sie hält ihn sehr sauber. Tja. Nee. So. Ich glaube, wir haben hier alles. So, dann schauen wir mal hier rein. Ein Kessel. Ein enorm großer gusseiserner Kessel mit etwas Hexengebräu darin. Wuju-Priestergebräu. Jo, wäre sicher nicht schlecht. Können wir es essen? Riecht nach Gehirn und Hopfen. Ich muss zurückkommen, wenn ich meinen Körper wieder habe. Interessante Kombination. Nee, dafür brauche ich einen guten Grund. Ja, den wirst du schon noch bekommen. Bambus-Bindel. Ein Bündel alter Bambus. Tja, was noch? Der Hahn für den großen Tank. Ich hoffe, da ist jede Menge Bier drin. Ja, sicher. So. Haken. Ein Haken, voll mit getrocknetem Blut. Nee. Noch mehr Steine. Wo ist der große Haufen Gold? Du bist unter einem Friedhof. Simbi ist dabei, eine Zombie-Armee der Finsternis aufzustellen. Was sagst du da? Du bist in einer Mine mit lauter Leichen. Oh, sorry. Ich war kurz ohnmächtig. Jetzt geht es wieder. Ja, ganz toll. Future-Symbole. Sind Wuju-Runen drauf. Ah. Das müssen wir sicher Papa Doc zeigen. Dort steht, Zombies bitte hier hochklettern und kämpft nicht wie beim letzten Training. Das muss der Ort sein, an dem sie durch den Boden gebrochen sind und uns gefangen genommen haben. Du bist direkt unter dem Tempel. Bring unsere Körper dorthin. Schnell! Ah.
Hierher sollen wir unsere Körper bringen. Ja, aber wie? Das ist ein tiefer Spalt, auf dessen Grund heiße Lava wartet. Ein Geysir mit Grabwasser schießt immer wieder hoch. Tja, ob wir den Kessel dort hinauf verfrachten könnten? Können wir es? Der Kessel steckt fest. Nee, können wir nicht. Das umstoßen. Dafür brauche ich einen guten Grund. Ja, dafür brauche ich auch einen. Nee, dafür brauche ich einen guten Grund. Ja, welche Gründe brauchst du denn auch? So, wir haben ja ein Seil. Klar, ich könnte ein Seil darum binden. Aber was dann? Tja. Keine Ahnung. Das ist doch kein Universalhaken. Hier. Das ist doch kein Universalhaken. Blöp. Jawohl. Ah. So. Jor. Nee, dafür brauche ich einen guten Grund. Ja, wäre auch zu schön gewesen. So.